Hallo und herzlich willkommen zu meinem aktuellen Video. Heute wieder ein Video über Home Assistant und zwar heute soll es über ein Video über Backup sein. Ich habe in der Vergangenheit schon mal hier dieses Backup-Tool vorgestellt, welches Backups auf einem Google Drive speichert. Nun ja, also das funktioniert hervorragend. Wer dieses Video noch nicht gesehen hat und sich dafür interessiert, ich werde es hier oben mal verlinken. Ich möchte aber heute genau diese Version mal erweitern oder vielleicht ersetzen zu einem lokalen Backup. Und zwar möchte ich gerne, dass mein Home Assistant Backups auf meiner lokalen Synology NAS macht, beziehungsweise auf einen lokalen Samba Share. Das wird in meinem Fall hier auf einer Synology sein. Ihr könnt aber auch jeden Samba Share nutzen, den ihr wollt. Dazu gibt es ein Add-on und zwar hier gibt es ein Add-on, was euch ermöglicht, ein Backup auf jedem x-beliebigen Samba Share in eurem System zu machen. Und wie man das jetzt hier im Zusammenhang mit einer Synology macht, das zeige ich euch jetzt. Und zwar, wir beginnen hier auf der Synology und werden dort mal einen neuen Ordner erstellen, der für die Home Assistant Backups zuständig ist. Wir werden keinen Papierkorb benutzen. Das könnt ihr natürlich aktivieren, wenn ihr das wollt, aber ich brauche das hierfür nicht. So, wir brauchen das nicht verschlüsseln und wir brauchen auch sonst keine Einschränkung. So, Zugriffe werden wir später erteilen, weil wir jetzt dazu passend jetzt auch noch einen Benutzer erstellen. Also gehen wir auf Benutzer, sagen, Benutzer ist ha-backup. Nein, ha-backup hätte ich den gerne. Und ja, er braucht keine Mailadresse. Kennwort machen wir mal ganz simpel. Und das war's. So, der User gehört ganz normal zu der Gruppe Users und er bekommt die Schreibrechte auf unseren neuen HA-Backups-Ordner, den wir gerade erstellt haben. So, kriegt keine Einschränkung und er bekommt die Möglichkeit hier den AirSync. Also, dass er auszuführen, dass er halt auf geshared Folder hier zugreifen darf und auch unsere Backups durchführen darf. Und das war's dann auch schon. So, nun haben wir einen User erstellt, wir haben einen Ordner erstellt, den wir freigegeben haben und ja, werden jetzt in unser Home Assistant wechseln und müssen dort noch das Add-on installieren. So, das machen wir, indem wir in Einstellungen wechseln, in Add-ons und dafür klicken wir hier unten auf Add-on Store und dann hier oben rechts auf die drei Punkte und sagen Repositories. So, das Repository, was wir zufügen müssen, finden wir hier auf der Seite auf der GitHub-Seite, nämlich hier, das ist der erste Punkt hier. Fügen das Repository hier zu. Und genau, nach einer Aktualisierung finden wir das Samba Share Add-on dann hier unten und wir klicken auf Installieren. Wenn die Installation durchgelaufen ist, gehen wir hier auf Konfigurieren und dort sehen wir,
die wunderschöne neue Benutzeroberfläche, die wir hier für solche Konfigurationen haben. Ich finde es aber schöner, das Ganze hier in der GEML-Ansicht zu bearbeiten. Dort ist es für mich persönlich ein bisschen übersichtlicher. Wir müssen hier als erstes angeben, was unser Host ist, das heißt der Server, auf dem wir unseren Samba-Share haben. Das ist bei mir die Synology, also gebe ich die IP-Adresse meiner Synology an. Und als nächstes den Share, das heißt das Verzeichnis, auf das wir freigegeben haben. Das ist in meinem Fall HA Backups. Und hier bei TargetDir könnten wir halt ein Unterverzeichnis angeben, in das wir reinschreiben wollen. Das brauchen wir in unserem Fall nicht, weil wir konkret nur diesen Share dafür erstellt haben. Den User, den wir benutzen, ist ha-backup und das Passwort, was ich hier für dieses Video vergeben habe. Als nächstes Keep Local und Keep Remote, das sind die Versionen der Backups, die wir erhalten wollen. In meinem Fall möchte ich gerne 3 Stück auf meiner Synology haben und auf meiner 3 Stück auf meiner Home Assistant Instanz haben und 10 Stück halt in meiner Synology gesichert. Dann haben wir hier die Trigger Time, das ist halt die Uhrzeit, an dem ein Backup durchgeführt werden soll, und die Tage, an dem Backups durchgeführt werden sollen. Also in dieser Konfiguration wird hier täglich ein Backup des Home Assistant gemacht. Wenn ihr das nur einmal in der Woche haben wollt, dann könnt ihr zum Beispiel hier einfach nur die Tage weglöschen, um das Backup jeden Sonntag durchzuführen. So, wir speichern das einfach mal und lassen das so. Und anschließend können wir unser Add-on starten. Jetzt wollen wir das natürlich auch ausprobieren. Das heißt, es läuft hier zwar jetzt im Hintergrund. Wir haben jetzt auch eine Entität bekommen, die wir uns anschauen, also einen Sensor bekommen, den wir uns anschauen können. Der heißt hier Samba Backups. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, dann sehen wir, dass halt noch nie was durchgeführt worden ist. Wir können uns hier die Attribute anschauen und haben hier immer eine Übersicht, wie viele Backups wir lokal haben, wie viele wir auf unserer Synology haben und so weiter. Und dass das Backup noch nie durchgeführt worden ist. Diesen Sensor könnt ihr euch natürlich auch auf die Oberfläche packen, um immer eine Übersicht zu haben, wie der aktuelle Stand eurer Backups ist. Nun führen wir das Backup natürlich auch mal manuell aus, damit wir sehen können, ob es funktioniert. Dafür wechseln wir hier in Dienste und gehen hier, rufen den Service auf SCD Home Assistant Supervisor Write Data to Add-on. Wenn ihr hier diese Ansicht habt, ihr könnt hier auch zum UI-Modus wechseln, dann ist es ein bisschen einfacher, denn hier habt ihr die Möglichkeit, halt das Add-on direkt auszuwählen. So. Und danach am besten hier in den GEML-Mode wechseln, dann habt ihr jetzt hier das Backup schon drin und dort müsst ihr eine weitere Option hinzufügen, und zwar Input Trigger, um halt das Add-on zu triggern, dass es mal ein Backup ausführt. So, das Ganze könnt ihr natürlich auch nachlesen hier in der Dokumentation. Hier, wenn ihr auf GitHub hier diese Datei Docs öffnet, dann findet ihr hier all das, was ich hier gerade erklärt habe, hier dokumentiert. So, aber führen wir den Service jetzt einfach mal aus. Dienst ausführen. So, wenn wir das machen und dann mal hier. Leider ist mir beim Schneiden aufgefallen, dass ab dieser Stelle meine Aufnahme gar nicht mehr weitergelaufen ist und der Part dann jetzt fehlt, und deswegen möchte ich den jetzt hier mal
direkt nachreichen. Also, wir haben gerade hier den Dienst ausgeführt, diesen Samba Backup Dienst ausgeführt. Das mache ich jetzt einfach nochmal. Ich habe das Ding hier noch offen. Also, wir haben den Dienst ausgewählt und ich führe ihn jetzt einfach mal aus. Und wenn ich dann hier zurück auf Zustände gehe, dann steht hier Running. Das bedeutet halt, dass er in dem Moment halt gerade dabei ist, ein Backup zu machen. Und hier kann man auch sehen, dass ich aktuell halt drei Backups lokal habe und ein Backup remote, und das ist auch schon erfolgreich gewesen. Und wenn das dann durchgelaufen ist, dann steht hier halt einmal kurz Success, und wir können uns das anschauen. Dann auf der Synology. Hier in der Filestation an der Stelle hier HA Backups. Da habe ich jetzt schon drei Stück liegen und was soll ich sagen, genau so funktioniert es. Und wenn der hier durchgelaufen ist, dann aktualisiert er hier auch den Sensor und dann steht hier auch 3 Remote oder 4 Remote und einer lokal. So, jetzt habt ihr ja gesehen, oder jetzt kann man hier erkennen, dass dieser Sensor nicht immer perfekt funktioniert, weil wir haben ja jetzt tatsächlich hier drei Stück schon remote liegen, und das ist ein Problem, das entstehen kann bei einem Neustart. Ja, und zwar gibt es ein bekanntes Problem bei diesem Sensor, und zwar ist es so, dass wenn die Daten, die dieser Sensor anzeigt, nicht in irgendeiner Entität gespeichert werden, dann kann es sein, dass nach einem Neustart oder sonstiges dieser Sensor halt nicht mehr die richtigen Daten anzeigt, und deswegen muss man den resetten. Das ist auch der Grund, warum hier schon diese Automatisierung hier drin steht. Das war nämlich die, die ich eigentlich mit hier in dem Video noch zeigen wollte. Ich zeige euch das mal kurz in der Dokumentation, wo das steht, damit ihr das auch besser nachvollziehen könnt. Und zwar hier in dem Dokument Docs, ne, also hier dort, wo dieses Samba-Add-on ist, da findet ihr hier das Dokument Docs, und dort ist etwas runterscrollen, hier nämlich genau dieses Problem beschrieben. Und bitte nehmt nicht dieses Blueprint, weil ich hatte zumindest Schwierigkeiten mit dem Blueprint. Hier ist es ja schön beschrieben, was man da einstellen muss. Wir schauen uns das jetzt bei mir einmal an. Also ist es notwendig, dass nachdem der Home Assistant neu startet, man bei diesem Event Neustart einfach sagt, dass der Sensor einmal restored werden soll, und dann schaut er einmal nach, wie viel habe ich lokal abgelegt, wie viel habe ich remote abgelegt, und zeigt dann die richtige Anzahl an. So, jetzt hier sehen wir es gerade, ist es durchgelaufen, hier steht Success und hier stehen dann jetzt auch 4 und 3. Ich habe festgestellt, dass jedes Mal, wenn der neu läuft, dann steht hier eine 1, und nachdem er dann fertig ist, steht dann der aktuelle Wert. Also wundert euch nicht, wenn es, während er läuft, hier einmal ein bisschen falsch angezeigt wird. Jetzt zeige ich euch mal eben die Automatisierung, die ich eingestellt habe, die dann das Restore. Ich habe hier eine Automatisierung erstellt. Restore Samba Backup Sensor After Restart. Natürlich einfach hier erstellen und mit Leerer beginnen. Und dann habe ich hier als Auslöser einfach das Event ausgelöst, wenn Home Assistant startet. Ja, das heißt also, ich kann es ja hier nochmal zeigen, und zwar als hier Home Assistant habe ich hier ausgewählt, und dann habe ich gesagt, wenn Home Assistant startet, und als Aktion habe ich Dienst ausführen verwendet, verwende hier diesen Dienst, den wir auch schon verwendet haben, um das Backup zu starten.
Und ja, dazu muss man Folgendes machen. Ich zeige das hier auch nochmal. Ihr geht auf Dienst ausführen und sucht euch den dann raus hier, diesen Home Assistant Supervisor Dienst, und könnt dann hier das Add-on aussuchen und müsst dann anschließend hier oben bei den drei Punkten einmal als Jammer bearbeiten umstellen und hier dann die Aktion hinzufügen: Input Restore Backup. Ja, also genauso wie es hier dann. Ach, Restore Sensor, Entschuldigung. Aha. Restore Sensor müsst ihr natürlich hinzufügen. Und dann funktioniert das. So kriegt ihr das hier rein. Und dann wird jedes Mal, wenn Home Assistant neu startet, euer Sensor auch restored. So, ja, wir wollen das hier verlassen, weil wir das auch nicht speichern wollen. Und dann habt ihr hier so eine Automatisierung und habt hier diese Anzeige, die ihr natürlich jederzeit auf hier auch auf euer UI bringen könnt. Ja, das war's auch schon zu dem Thema. Also ich verlinke euch hier dieses Add-on hier. Ich verlinke euch auch eine bebilderte Beschreibung, wie ich das auf meine Homepage, wie ich das hier eingestellt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert meinen Kanal und wir hören uns dann im nächsten Video.